Oh, so ein süßes, hübsches Indigo. Es ist so süß. Ja, genau so sehen sie aus, meine kleinen Lieblinge. Sehen genau so aus, bitte, Ranger. Bitte bring mir meine Schmusi-Wusi-Indigo wieder zurück. Na, aber hallo. Du musst die Sache in Angriff nehmen. Bring mir meine liebe Indigo wieder. Wenn du die Alter. Wenn du die putzigen Indigo nicht findest, kannst du mich auch nochmal fragen. Vielleicht kann ich dir Tipps geben. Ich warte auf dich in der Nähe der Ranger-Basis. Ich dulde kein Versagen. Ja, ja, ist ja gut. Also, ein paar Indigo fangen. Ja, womöglich 4 oder so. Oder 5. Hoppla, da habe ich aus Versehen wieder das Fenster verzogen. Was soll denn das heißen? Ja, Ineko, eins war jetzt, glaube ich, auf dem Dach, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder? Richtig, also zurück aufs Dach. Ja. Ach ja, Ranger 1 ist schon auch ein sehr tolles Spiel, auf jeden Fall. Aber die nächsten Teile, die sind halt noch deutlich geiler, auf jeden Fall, auch storybedingt so. Ich glaube, die kommen auch schneller in Fahrt, wenn ich mich nicht irre. Also das hier ist wirklich... Ich weiß nicht, das ist... Der Anfang zieht sich ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ist schon echt cool, macht trotzdem Spaß und so. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, die anderen... Vielleicht täuscht mich das auch. Es ist halt echt lange her, als ich die gespielt habe, ne? Halt an Release, ne? Und das ist halt echt schon 1000 Jahre her. Ineko springt verspielt umher, wenn es eine Fangscheibe entdeckt. Ja. So, eins hätten wir. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest vom Fest? Schau mal, wie Pichu hinter dir herwatschelt. Ja, ne, es ist so süß. Guck mal. Ja, 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 ja. Ja, so niedlich. Ukulele Pichu ist halt, das ist das niedlichste Pichu, was es gibt, zusammen mit dem Strubbelohr Pichu. Oh, guck mal, oh, schöner Markt hier. Schön, schön. Da ist noch ein Pichu, das ist nicht... Moment mal, Mülltonne. Aha! Es maunzt aus der Mülltonne, da ist ein Ineko drin. Wir brauchen aber etwas, was den Mülleimer anteckelt. Das wäre das Snubbel, glaube ich. Komm mal her, du. Komm her! Jetzt bitte mal stehen hier, jetzt hier. Jetzt, ja. Zack. So. Fantastisch. Snubbull kann mit seinem Tackle schwere Gegenstände bewegen. Zudem ist es fügsam. Na, da siehst du mal, das ist doch super. Ja, komm mal mit, Snubbull. Wir brauchen dich. Erstmal ein paar Mülleimer umwerfen. Ist ja umwerfend. Komm raus, Ineko. Was machst du denn da drin, hm? Kleiner Stinkebolzen. So, jetzt fange ich dich aber, ne? So, zack, das war's. Ist unser Fangkommt irgendwie schon ein bisschen überpowered oder was ist da los? Das wird auf jeden Fall noch viel schwieriger. Bei großen Pokémon, bei schweren, großen und anderen Pokémon. Das bleibt nicht so einfach. Oh, eine Hafenstadt. Das ist so schön. Ich musste meine Pokémon weit von hier zurücklassen, aber es geht keinen Tag ins Land, an dem ich nicht an sie denke. Oh, Pikachu, Dragoran. Der Horizont wirkt durch meine Tränen ganz verschwommen. Oh, so traurig. Hä? Nein, lass das mal. Noch ein Ineko, hey. Oh, voll der schöne Brunnen. Kurz AFK, alles klar? So, hey. Eieiei, du. Ich glaube, ich mache nicht mehr so lang. Ich mache jetzt noch die Ineko-Mission. Und dann mal gucken. Oh, Kapaloris. Cool. Schaut euch an, wie schön der Brunnen ist. Ein Sepa-Brunnen. Ey, das sieht wirklich viel schöner aus als die Hauptedition. Jetzt überleg mal, 2007 war das. 2007.
Schuppen. Wahnsinn. Schaut mal, ein müdes Gecko, ja. Kapalores, Kapalores. Gecko hat keine Lust mehr auf uns. Doch, auf jeden Fall. Natürlich. An dem liegt's wirklich nicht. Kapalores singt und tanzt auf freudige Art und behindert damit den Fangversuch. Das gibt's doch nicht. Wer ist das denn immer? Ja, Drake. Noch ein Sub. Vielen, vielen lieben Dank an... Das gibt's doch nicht. Wer ist das denn? Aber vielen, vielen lieben, lieben Dank. Und Drake, Hallöchen. Willkommen im Gecko-Rudel. Oder willkommen zurück. Ich glaube, du warst auch schon mal im Rudel. Ja, mein Lieber. Spend mal ganz viel den Gecko-Emote für den lieben Drake. Ne, weil der jetzt auch wieder im Gecko-Rudel ist und so. Also vielen lieben Dank. Und 256 Bits. Oh, Jennifer. Dankeschön. Danke, danke, danke. Da wird er sich wundern, wenn er wiederkommt. Ich glaube auch, ja. Mensch, was ist denn da nur los heute? Sehr, sehr mysteriös. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall. An denjenigen welchen. So. Mach nur wieder meine Bildschirme hier. So, wir haben zu viele Pokis. Ich habe Kapalores gefangen, ne? Das brauche ich nicht. Ja, tschüss. Am Ende ist immer jemand anderes, nur man nimmt den Namen als Insider. Ja, das ist ja nicht der Name. Du kannst ja wirklich anonym jemanden einen Sub schenken. Ne? Du kannst ja einfach einstellen, dass das einfach, ja, privat geschieht. Deswegen. Aber es könnte theoretisch auch wirklich jedes Mal jemand anders sein. Das wär auch witzig, ja. Oh Mann, es gibt nichts zu tun. Ich bin wohl der unbeschäftigste Mann der Welt. Andererseits ist so ein stressiger Beruf wie der des Rangers auch wieder nichts für mich. Ach, ein Ranger sein ist doch ganz cool eigentlich. Hallo! Die dunkle Fabrik am Ostende der Stadt. In alten Tagen war sie eine richtige Fabrik. Entschuldigt. Ja, husten. Ja, das ist... In letzter Zeit aber gehen dort komisch angezogene Gestalten ein und aus. Ja, das wollte ich noch sagen. Das ist wahrscheinlich die Power Rock Band, ne? Mauzi. Ich guck mal in die Häuser rein. Ist hier irgendwas in Nico oder so? Hallo? Nachts kann man in der dunklen Fabrik Musik hören. Es klingt nach einer Bandprobe, aber zwischen den Stücken klingt es, als würden Sprechchöre angestimmt. Äußerst mysteriös. Okay, das ist halt die Power Rock Bande, definitiv. So ein süßes Mauzi. Hallo? Brauchen wir dich? Ich bin mir nicht sicher. Hier ist ein Eneko dahinter. Wie kommen wir da hin? Kannst du Zäune zerschneiden? Ich fange nicht mal. Wie süß. Dieses Mauzi, die Pokémon sind hier so niedlich gemacht und so. Ey! Stopp, es hackt. Ey! Ich glaube, es hat ich gesagt. So eine Unverschämtheit hier aber auch. So. Mauzi. Ah, perfekt. Zerschneide mit den Krallen kleinere Hindernisse. So, dann müssen wir aber natürlich wieder eins freilassen. Und zwar. Ja, scheiße. Pichu. Schade. Wiedersehen, Pichu. Mist. So, dann brauchen wir Mauzi einmal, um den Zaun zu zerschnipseln. Danke. Danke, danke, danke. Und dann fangen wir uns das Eneko, das jetzt abhaut. Mann! Mist! Jetzt weiß ich wieder, wie man flüchten kann. Ja, ich ja auch. Es wurde uns schon gesagt. Sobald man einmal einen Kreis zieht, kann man unten links flüchten. So, was haben wir denn hier? Platz der Freundschaft. Na, möge das Lächeln der Freundschaft erblühen. Ach, schön. Hä? Was machst du denn hier? Zitze! Mach nicht so einen Krach, Maschok. Was für ein nutzloses Pokémon. Ne? Hey, du da, was hast du hier zu suchen? Bist du überhaupt dazu berechtigt, hier zu sein? Wie bitte? Das Maschok tut dir leid? Wieso interessiert dich das? Was wir hier mit unserem Pokémon anstellen, geht dich einen feuchten Kehricht an. Ey, nicht so frech hier, ja? Ich bin Pokémon Ranger. Ja, ich beschütze die Pokémon und die Natur, ja? Und du bist einfach nur dumm.
Ich hab dir das schon einmal gesagt. Hau ab, du hast hier überhaupt nichts zu suchen. Hey, Neko, du Kleines, was versteckt sich hinter dem Baum? Wie süß. Na, komm mal her. Zack. So, wenn ich da rauskrieg, dass du irgendwas mit dem Maschok anfängst, ne, du blöder Heini. Kann ich es fangen? Nee. Okay. Dann geh ich halt wieder. Ich sag's dir, du. Achso, bin wieder da. Ja, willkommen zurück, ne? Eieiei. Ich hoffe, dass mein Mikrofon klappt so noch. Ja, 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 gut. Sehe schon, Drake hat auch was bekommen. Ja, das ist krass, ne? Drake ist jetzt auch wieder im Gecko-Rudel. So, ich nehme an, wir haben alle Nekos. Ich bin mir nicht sicher. Wir fragen die Dame einfach mal. So süß, 4 Nekos. Pass mal auf hier, wo war das denn? Nee, das war das. Das war's nicht. Ja, die Fangarena. Hä? Die weiß ich gar nicht mehr. Die öffnet bald. Ja, okay, cool. Hä? Um was ging es denn da? Weiß ich gar nicht mehr. Ich bleib dabei, Gecko. Wie soll ich das denn gewesen sein? Ich spiele die ganze Zeit. Ich bin das nicht. Und ich würde das auch nicht anonym machen. Ich war das wirklich nicht. Wie denn? So, hallo. Ja, dann sind es 5 Nekos insgesamt. Genau, das müsste schon passen, ne? Oh, wo wart ihr denn nur, meine Schmusi-Wusi-Eneko? Eure Mami hat sich so allein gefühlt. Yay, schön. Du schlägst dich weitaus besser, als ich geglaubt habe. Ich vermisse allerdings immer noch einen Eneko. Oh, verdammte Axt! Immer wurde gesappt, wenn du im Spiel nichts gemacht hast. Wirklich? Echt? Hast du darauf... Echt? Lol. Ja, mir ist auch aufgefallen. Zweimal, glaube ich. Da habe ich wirklich auch in dem Moment irgendwie nichts gemacht. Aber so schnell geht das gar nicht. Das würdet ihr schon auch mitbekommen. Das geht. Ich war es halt wirklich nicht. Oh nein, mein Akku ist rot. Okay, cool. Jetzt können wir sowieso auch nicht mehr lange streamen. Oh, hier ist der Glockenturm. Hups. Uhrturm der Wonne, das Symbol der Freude dieser Stadt. Und die genaue Uhrzeit erfährt man auch. Es ist die ganze Zeit 12 Uhr. Klar, ja, klar. War hier ein Eneko? Moment mal. Ich sehe in letzter Zeit Ranger, die mir komisch erscheinen, ob sie wohl wirklich Ranger sind. Nö. Ist die Power-Rock-Bande, du. Sag's dir. Wir haben Glück, die Ranger bei uns zu haben. Sie sind immer so von zur Stelle, um unsere Probleme zu lösen. Yeah. Willkommen zurück, Drake. Und willkommen zurück, Drake, im Gecko-Rudel. Dir wurde ein Sub gegiftet von irgendjemandem. Ich weiß es nicht. Ja. Mein Lieber, ne? Willkommen im Gecko-Rudel. So. So. Maguita? Oh, nee, ich glaube, das brauchen wir nicht, oder doch? Man weiß es nicht. Ich war's nicht. Ja, davon gehe ich auch aus, dass du es tatsächlich nicht warst. Du kamst ja auch eigentlich auch erst später und davor wurden ja schon Subs gegiftet. Aber Moment, ich kann ja mal gucken. Okay. Ich sehe halt was und dahingehend habe ich halt immer noch eine Vermutung, wer es gewesen sein könnte. Okay. Bleibt beinahe nur diese Person. Ich bin mir nicht sicher. Ja, mein Verdacht verstärkt sich aber. So, was haben wir hier? Der Uhrturm hat einen besonderen Platz in unseren Herzen. Unsere erste Verabredung und auch unser erster Streit waren an dieser Stelle. Hier hat ja auch meine Hand angehalten. Ich habe am Uhrturm hochgeschaut, um meine Tränen nicht zu zeigen. Daher weiß ich auch genau, welche Uhrzeit er meine Hand angehalten hat. Na, wie süß. Ich geh da mal. Es war Demon, glaube ich. Meinst du? Meinst du? Wurde nicht Demon auch ein Sub geschenkt? Kann man sich selbst anonym einen Sub schenken? Oh, sorry. Demon wurde doch auch einer geschenkt heute, oder? Bla blub. Hä?
Es wird halt heute nicht alles aufgelistet. Ich weiß auch nicht, Streamlabs ist dumm. Ich glaube schon, oder? War doch bei Demon auch so, oder nicht? Ja, bin mir nicht sicher. Ich glaube allerdings auch übrigens nicht, dass es Demon war. So. Weiter geht's. Bitte Eneko finden. Das letzte Eneko. Wo möge es denn sein? Ich hab da halt meinen Verlag. Danke, wer auch immer das war. Ja, eben. Vielen lieben Dank eben. Ja, ich glaube. Demon war sogar mit der Erste eben, der heute eins bekommen hat. Deswegen ist es ganz merkwürdig. Aber ja, vielen riesengroßen lieben Dank an, ja, den anonymen Sub-Vergeber heute, ne? Vielen, vielen lieben Dank. Und ich habe da so einen Verdacht. Ja, ja. Dankeschön. Riesengroßes Dankeschön einfach. Schenk mir doch nicht selbst einen Sub. Ja eben, das ist halt auch irgendwie... Ich weiß auch gar nicht, ob das geht, das überhaupt, wie gesagt. Ich weiß das gar nicht. Wir speichern hier mal. Und gehen mal nach rechts. Vielleicht war das ja... Ich dachte erst Klinge hier. Ja, nee, das war es glaube ich auch nicht. Ist ja auch wurscht. Ja eben, im Endeffekt, ne? Ja eben, genau. Oh, wer bist denn du? Ach, der Linus, hey! Ah, wir hatten leider keinen Erfolg dabei, den Aufenthaltsort der Power-Rock-Bande ausfindig zu machen. Echt nicht? Habt ihr euch überhaupt umgehört? Selbst ich weiß, wo die jetzt sind. Was machst du denn hier? Joel hat dich damit beauftragt, den Herbst nach dem Rechten zu sehen. Das muss ich jetzt erst einmal verstehen. Du bist ein Ringstadt-Ranger und patrouillierst in Herbstenau? Nun, das ist, großartig. Das hilft uns ungemein, auf jeden Fall, ne? Wir werden die Power-Rock-Bande schon noch finden und in der Zwischenzeit hältst du uns hier den Rücken frei. Richtig, genau, ja, so ist das. Ich würde lachen, wenn ich sie zuerst finde, weißt du? Die Power-Rock-Bande. Die übrigens hier sind. Hier ist das Fabrikgelände, oder? Dunkle Fabrik, ja, genau. Die dunkle Fabrik ist nur von Beginn der Dämmerung bis zum Morgengrauen im Betrieb. Aha. Ja. Also, ja, das war ja schon ein Wink mit dem ganzen Zaun. Hier ist die Power-Rock-Bande, die versteckt sich hier. Aber hier wird nicht unser gesuchtes Eneko sein. Wo ist das letzte Eneko? Wo war das? Wo war diese? Hebst du noch ein bisschen groß, ne? Was haben wir denn hier? Aha. Was haben wir da? Was ist das? Hastings Pokémon Labor. Forschung im Namen der Gesellschaft der Menschen unter Pokémon. Ja, aber da wird es auch nicht drin sein. Okay, ist sogar verschlossen. Ich dachte, irgendeine Neko wäre in einem Gebäude eventuell gewesen. Ah, siehst du mal, da ist es ja. Versteckt sich zwischen Plüschpuppen das kleine Ding. Hä? Das ist jetzt komisch. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Plüschtiere haben. Diese süßen kleinen Flauschis, die sind so weich und knuffig. Du darfst mit ihnen spielen, wenn du magst. Werde ich. Hallo, Eneko. Tada! Ach, Leute. Ist zwar spannend herauszufinden, wer das sein könnte, ne? Aber... Das ist im Grunde ist es ja wurscht. Ne? Derjenige, welche möchte ja auch anonym bleiben. Ich habe halt meinen Verdacht und ich denke, das wird ja auch. Aber im Prinzip ist egal. Einfach nur ein großes Dankeschön an die ganzen Subs heute. Das ist wirklich, wirklich lieb. Huch! Ah, das Wasserwerk. Ja, ja, das wird untersucht. Genau. Beschwerden aufgrund schlechter Wasserqualität. Ja, richtig. Es sind bestimmt ein paar Slimer in der Leitung oder so. Oh, wow. Ja, fertig. Wo war die Dame? Da. Oh, wo wart ihr denn nur? Meine Schmusi-Husi-Nikos. Da, genau, hier. Blub. Da hast du sie.
1, 2, 3, 4, 5 und 6. Oh, meine Schmusi-Musi-Nico sind wieder alle bei ihrer Mami. Du bist ein guter Ranger. Mami ist sehr beeindruckt. Vielen Dank, Schatz. Jo, genau. Gerne. Tada, geschafft. Geil. Oh, meine Lieblinge, meine Ineko, so dürft ihr eure Mami aber noch nicht noch einmal erschrecken, ja? Und jetzt geht es nach Hause. Aufstellung in einer Reihe. Das will ich sehen. Oh, wie süß, eine Ineko-Parade. Oh, ist das niedlich. No. Cool. So. Ja, damit hätten wir das erledigt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Patrouille schon an sich beendet haben. Wir können ja mal anfragen hier. Können wir mal hier Bericht erstatten. Leute, was ist da los? Was gibt es denn, Gecko? Kommst du mit deiner Arbeit zurecht? Wir haben es noch nicht geschafft, die Power-Rock-Bande zu lokalisieren. Behalte bitte deine Mission im Blick. Das ist jetzt das Wichtigste. Okay, wir sind nicht durch. Ich liebe die Power-Rock-Bande. Ja, die war ganz witzig, auf jeden Fall. Ich kann mich nicht mehr komplett erinnern, aber ich weiß, dass sie... Die war schon was. Zumindest besser als Team Skull. Alles ist besser als Team Skull. So, speichern. Fantastisch. So, viel Spaß weiterhin. Danke, danke. So, da mein Akku aber auch leer ist, werde ich auch nicht weiterspielen können tatsächlich. Dann, ja, 3,5 Stunden haben wir. Das ist auch nicht schwer, ist halt echt so, ne? Team Skull ist einfach... Ei! Nee, ja, dann haben wir das jetzt mit Ineko beendet. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Das ist toll. Ja, genau. Ich glaube, ich würde an der Stelle jetzt einfach mal aufhören für heute. Ja, genau. Gespeichert haben wir. Ich speichere trotzdem noch mal. Ja, man kennt das ja. So, sehr, sehr fein. Das war's heute mit Pokémon Ranger. Ja. Nächstes Mal geht es dann wahrscheinlich erst so richtig los. Da beenden wir unsere Patrouille. Ich weiß nicht, was wir noch erledigen müssen, aber eigentlich glaube ich nicht mehr so viel, oder? Oder kommen wir noch ins... Ich möchte gar nichts spoilern. Mir fallen tatsächlich ein paar Dinge noch ein. Ich bin sehr überrascht. Obwohl das ja so 10 Jahre her ist, du. Und trotzdem fallen mir da noch Sachen ein. Voll schön. Gut. Dann... Ja, so viel zu Pokémon Ranger. Ich hoffe, euch gespielt das Fell. Gefällt das Spiel. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder, hoffentlich. Ne? Ich streame ja öfters in der Woche. Definitiv. Das wird so sein. Und bis dahin einfach bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Euer Gecko, würde ich mal sagen.